Charlotte von Troeltsch, die letzten Worte für die Menschheit. Die Diener des Herrn. Meine Diener, viele unter euch haben schon erfahren dürfen, was göttliche Kraft ist, die der Höchste der Menschheit zur Hilfe aussendete und heute noch ausgesendet. Statt sie nun ganz schlicht in Dankbarkeit und Anbetung zu genießen, ruft ihr euren Verstand herbei, dass er euch helfe, eine Erklärung zu finden für diese Kraft. Natürlich sind diese verstandlichen Klärungen falsch. So wenig habt ihr bisher gelernt aus allem, was ich euch lehrte. Ihr bildet euch ein. Ihr könntet und müsstet die kostbare Gottesgabe je nach Zweck und Bedarf umformen. Ihr Toren, lernet doch an den Sonnenstrahlen. Dem einen spenden sie wohltuende Wärme, dem anderen gleichzeitig helles Licht, einen dritten erfüllen sie mit Kräften zur Genesung. Dem werden sie am meisten helfen, der sie in dankbarer Freude selbstverständlich hinnimmt. Ebenso, nur in weit höherem Maße, verhält es sich mit der Kraft, die der Allerhöchste aus sich der Menschheit zuteilen lässt. Um sie zu empfangen, braucht ihr euch nur zu öffnen. Je weiter ihr euch auftut, zu tun vermögt, umso mehr wird euch zuteil. Sie durchströmt euch, das heißt, sie tritt in euch ein, erfüllt euch und sucht sich in ihrem Kreislauf den Ausgangspunkt genau da, wo sie euch und anderen am meisten zu helfen vermag. Wer ihrer bedarf, um Schmerzen zu lindern und Kranke zur Genesung zu führen, der wird des täglich und stündlich empfinden. Genauso verbleibt, als da er sich empfing. Wie viel ein anderer dann davon aufnehmen kann, hängt ganz davon ab, wie weit er sich in frohem Glauben zu öffnen vermag. Meine Diener, euer Weg ist gebannt, durch Dornen und Dickicht. Ich selbst bin euch vorangeschritten. Was saget ihr? Wo der Herr gehen konnte, da werden die Diener ihm folgen können, so sie anders rechte Diener sind. Ich, euer Herr, habe euch ja die Verantwortung für euer Tun abgenommen. Solange es in Gottes urewigen Gesetzen schwingt, folget mir, folget meinem Ruf, und ohne Sorgen werdet ihr Schritt um Schritt auf dem Wege tun, der euch herausführen wird aus menschlichem Irrsinn, aus Jammer und Not. Ihr habt nicht nötig, euch im Grübeln über die Zukunft den Kopf zu zerbrechen. Sie liegt klar vor euch, vorgezeichnet seit langem schon aus eurem eigenen Tun. Euer Bangen, euer Flehen vermögen nichts daran zu ändern. Es ist gut, wenn euch dies klar, ganz klar wird. Aber von innen heraus muss diese erkennende Klarheit wachsen. Es nützt nichts, wenn ihr euch diese Sorglosigkeit, diese Freudigkeit nur einredet. Im Augenblick der Gefahr wird das alles verpuffen und höchstens Rauch und Dunst zurücklassen. Rauch und Dunst erntet ihr dann, wenn ihr meinet, Lob und Belohnung zu erlangen. Meine Diener, irret euch nicht. Wohl seid ihr geschützt, wie jeder treue Diener im Hause seines Herrn. Aber seid ihr auch treu? Ich sehe unter meinen Dienern solche, die sich nur auf das verlassen, was der Herr getan hat und auch weiterhin tun wird. Sie selbst aber legen die Hände in den Schoß,
Sie wollen ihm ganz gewiss keinen Weg durchkreuzen. Meine Diener, Untätigkeit ist Faulheit, und die faule Frucht endet im Verderben. Ihr werdet schon empfinden, welchen Pfad ich mit euch schreiten möchte. Lauschet auf diese Empfindung, folgt ihrer Stimme und werdet eifrige, gehorsame Diener. Es ist nicht schwer, ich bin ja bei euch. Meine Diener, spürt ihr, wie eine innige Freudigkeit euch erhebt und trägt trotz all der schwersten Geschehen um euch her? Das macht, ihr fühlt das Hereinbrechen der neuen Zeit. Einige unter euch dürfen sogar schon darüber arbeiten. Dafür arbeiten, herausgehoben seid ihr aus dem Grauen und dem bitteren Jammer, der die Nachschöpfung erfüllt. Bleibt fest, meine Freunde, wenn nun Luzifers Werkzeug in den Menschen zerbrechen wird und mit diesem Entfliehen des Verstandes die Menschheit alle Zügel verliert. Haltet euch umso straffer und vergesset nie, dass bei mir jederzeit Hilfe und Kraft zu finden ist. Meine Diener, das Gericht ist abgeschlossen. Der Richterspruch fällt über jeden einzelnen dieser lässig gewordenen Erdenmenschen. Nun wird das Urteil rasch und scharf vollzogen, unerbittlich, denn die Menschen hatten ja auch kein Erbarmen mit sich selbst. Wie oft wurde ihnen gesagt und gezeigt, was ihnen bevorsteht, sie wollten nicht hören. Für euch, meine Diener, aber ist nun die Zeit hereingekommen, da ihr euch bewähren sollt. Für einige unter euch scheint dies ein ganz neuer Begriff zu sein. Ihr meintet damit, dass ihr glimpflich bei dem Urteilsspruch davongekommen seid, hättet ihr eure Treue und eure Brauchbarkeit ausreichend bewiesen. Wiederum muss ich euch nun warnen, legt nicht die Hände in den Schoß. Lasst euch nicht auf Lorbeeren ausruhen, die ihr noch gar nicht erworben habt. Auserwählt seid ihr berufen zum Dienst. Jetzt gilt es zu beweisen, dass ihr dieser Berufung wert seid, dass ihr euren Dienst in unerhörtem Fleiß, mit frohem Mut und in schier vollkommenster Weise erfüllen müsst. Das neue Reich soll erstehen. Ist das möglich, wenn die Diener noch schlaff am Alten hängen? Ich sage euch, wer jetzt nicht sein Alles einsetzt, meinen Willen in rechter Art zu erfüllen, den weise ich von mir noch in der letzten Minute. Lässige Diener haben keinen Platz in meiner Arbeit. Wer aber von ganzer Seele recht strebt, dem wird geholfen. An die Frauen und Mädchen. Danke dem Herrn mit eurem Dienen. Dienet dem Herrn mit eurem Dank. Auch unter euer seitheriges, verwerfliches Tun und Lassen hat der Herr den scharfen Strich gezogen, um euch herauszuhelfen aus dem Morast, in den ihr wie die Nachtwandlern geschritten seid. Der Tag der Reinheit will euch neue Kraft bringen, das Schlimme zu lassen, das Gute zu verbringen. Lebet aus der Wahrheit, in treuester Pflichterfüllung bis ins Kleinste. Ordnung und Sauberkeit regiere all euer Tun. Ihr könnt es gar nicht streng genug damit nehmen. Was euer
abermaliges Versagen bedeuten würde, brauche ich euch nicht zu sagen. In ein nicht enden wollendes Chaos würdet ihr die Nachschöpfung stürzen. Darum rafft euch auf. Machet ein Ende eurem verwerflichen Tun und lebet den Männern und Knaben ein Leben in froher Reinheit vor. So werdet auch ihr helfen, am neuen Reich zu erbauen. Die Kraft aus der Höhe sei jedem gespendet, der in ernstem Wollen darum fleht. An die Arbeit, meine Diener, mit Dank und Freude. Ihr dürft euch freuen, trotz all des Jammers und der Nachschöpfung, denn Gott, der Herr, hat euch bisher bewahren lassen und wird euch weiterhin beschützen. Empfindet ihr da den heißen Dank in euch aufsteigen? Wie sogar wenig konntet ihr tun, um so viel Güte und Gnade zu verdienen? Nun macht euch dieser Gnade nicht unwert. Jeder Tag gibt euch Gelegenheit zu erneutem Dienen. Saget nicht, ihr seid zu müde, das zu tun, was von euch erwartet wird. Wer seine Pflicht ernstlich erfüllen will, der erhält auch die Kraft dazu aus des Allerhöchsten gütiger Hand. Meine Diener, es gehört viel Geduld dazu, euch zu führen. Immer noch überschlagen eure überreizten Werkzeuge sich und missverstehen das Einfachste, das ihnen gesagt wird. Immer wieder muss ich eure irrigen Meinungen richtigstellen, um den Anfang an den falschen Deutungen meiner Worte entgegenzutreten. Ich habe euch gesagt, dass die Menschheit in den Zeitabschnitt »Du musst« eingetreten ist, dass sie ihren freien Willen verloren hat, für längere oder kürzere Dauer. Ich versuchte euch klarzumachen, welche unendliche Gnade darin liegt. Das haben nun wieder etliche unter euch so aufgefasst, als sei damit dem »Du musst« jede eigene Betätigung des Menschen vorüber. Dem ist nicht so, meine Diener. Das »Du musst« ist eine Form des Befehls, wie er schärfer nicht gedacht werden kann, gegen die sich nicht fügen wird, mit eiserner Strenge vorgegangen, aber nimmermehr lässt Gott, der Herr, seine an euch ergangene Befehle nun von lichten Dienern ausführen, während der Mensch stumm zuschaut. Das ist kein Gehorsam, wenn der, der ihn leisten soll, die Hände in den Schoß legt. Das »Du musst« soll euch erziehen, soll euch anleiten, unbeirrbar den rechten Weg zu gehen. Wie kann er dies erfüllen, wenn der Mensch stattdessen in Untätigkeit versinkt? Ich erwarte von euch, meine Diener, dass ihr ernsthaft über meine Worte nachdenkt. Ich muss heute sehr irdisch zu euch reden, damit ihr mich versteht. In Zukunft erwarte ich, dass ihr mit allen Kräften strebt, mir auch im Denken in höhere Reiche zu folgen vermögt. Jedes echte Streben findet Hilfe. Meine Diener, mit für Menschen Augen nicht übersehbarer Schnelligkeit brausen die Geschehen über die Nachschöpfung. Haltet euch mit all eurer Kraft an mich, meine Gebote. Es gibt jetzt kein anderes Ziel für euch, als auf meinen Ruf hin bereit zu sein. Alles, was daran kommen wird, bleibt einer späteren Zeit vorbehalten. Für jetzt könnt und sollt ihr nur das Nächste ergreifen, das vor euch liegt. Das ist alles, das von euch gefordert wird. Darüber hinaus ist alles Denken und Grübel fruchtlos, ja sogar schädlich.
meine Diener, da meintet ihr nun, eine große Leistung zu vollbringen, wenn ihr nach langem Grübeln euch entschlossen habt, irgendetwas zu tun, von dem ihr denkt, es könne mir Freude machen. Dem ist nicht so, ganz und gar nicht. Geht ohne langes Überlegen und Grübeln an die Arbeit, die für euch liegt. Jedem wird seine Arbeit in den Weg geschoben. Er braucht nur zuzugreifen. Es kommt nicht darauf an, was ihr tut, sondern wie ihr das euch Übertragene durchführt. Wenn jeder unter euch das zunächst Liegende ergreift und das allen Kräften so gut wie möglich vollbringt, dann werdet ihr empfinden, dass ihr in meinem Dienst gearbeitet habt. Dann wird beglückende Zufriedenheit mit euch sein. Ihr Menschen, Ismael bringt euch Grüße aus höchsten Sphären. Der heutige Tag, der vor 2 Jahren die Menschheit scheinbar bettelarm gemacht hat, ist im Grunde fast der größte Wohltäter geworden. Ohne dass damals der Herr Ephesus verlassen hätte, wäre es nie zu einem wundervollen Ausgleich zwischen ihm und seinen Jüngern gekommen. Meine Diener, wiederum naht sich der Tag, der euch, meine Diener, die absolute Verbundenheit zwischen euch und mir zeigen darf. Es bleibe hinwort alles zurück, was nicht klar und eindeutig von der festen Zusammengehörigkeit zwischen diesseits und jenseits zu euch spricht. Ich ließ euch kürzlich schon mündlich davon berichten, denn die Frage ist für euch so ungeheuer wichtig, dass ihr sie gar nicht fest genug in euren Geistern verankern lassen könnt. Zutiefst hat mich die fast leichtfertig zu nennende Art und Weise durchgerüttelt, in der die Menschheit auf dieses Jahr und alles, was es gebracht hat, zurückschaut. Und stehe ich plötzlich vor dem Ende dieses Jahres und weiß nicht zu sagen, ob eine gleiche Spanne Zeit ausreichen wird, zur letzten endgültigen Vorbereitung. Vergesst nicht, ich bin dem Allerhöchsten Rechenschaft schuldig. Ich stehe für jeden einzelnen von euch gewissermaßen mit meiner Gutsage ein. Dann endlich werde ich mich auf eure Versprechen, und Zusagen verlassen dürfen. Einige wenige Stunden trennen uns noch vom neuen Beginnen. Benutzet sie, um den Pfad zu erkennen, der in so strahlender Klarheit vor euch liegt. Viel Neues kann und will ich euch nicht sagen für die Zeiten, denen ihr entgegengeht. Es steht fest, dass die Wochen und Monde ungeheuer schwer werden für euch, dass ihr aber nicht zu verzagen vermögt, weil ihr jeden Tag, jede Stunde geborgen wisset in der Güte des Allmächtigen. Am 25. Januar morgens 1944 ging Charlotte von Troeltsch von dieser Erde. Sie wurde 68 Jahre alt und wir danken ihr aus vollem Herzen. Markus Bösch.